Das Licht für den zweiten Geiger ist kaputt. Doch noch sind es ja nur die Proben zur Welturaufführung von Fritz Langs restauriertem Stummfilmklassiker Die Nibelungen. Hier in der Deutschen Oper Berlin geht das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks die letzten Details durch. Hinter den Machern der Musik liegen harte Monate. Was sehr, sehr aufwendig war, war die Rekonstruktion der Musik, auch die Komposition der Musik, weil der Teil 1 lag ganz fertig vor. Teil 2 waren 5 von den 7 Gesängen noch nicht instrumentiert. Also da war noch viel hin und her mit Material, weil wir bekamen dann die Noten auch sehr spät und dann waren viele Fehler drin. Nach Metropolis wird damit ein weiterer Film von Regiepionier Fritz Lang in restaurierter Fassung uraufgeführt. 4 Jahre lang wurde der Streifen auf Initiative der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung neu bearbeitet. Kosten 750.000 Euro, 100.000 mehr als bei Metropolis. Allerdings muss man sagen, dass natürlich bei Nibelungs es einen ersten und einen zweiten Teil gibt und insgesamt über 290 Minuten. Es ist entsprechend länger als das, was wir bei Metropolis restauriert haben. 17 Filmarchive in 9 Ländern wurden durchforstet, der Film wieder in seine ursprüngliche Orangefärbung umgewandelt, neue Szenen hineingeschnitten. Nun soll Nibelungen an den Erfolg von Metropolis anknüpfen. Die ganzen Tricks, die dort an dem Film sind, die Kostüme, all diese Dinge, die dort gemacht worden sind, sind heute noch für jeden Cineasten, aber auch für ein normales Publikum ein Hingucker. Um die restaurierte Fassung der Murnau-Stiftung von Die Nibelungen zu genießen, braucht das Publikum nicht zuletzt eines: gutes Sitzfleisch. Das Stummfilm-Epos dauert 6 Stunden.